Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Beim letzten Mal haben wir soweit die Domruinen erkundet und jetzt sind wir vor etwas, das verdächtig nach Bossfight aussieht und die Kamera wird fixiert. Das ist immer ein sicheres Zeichen für einen Boss und da hinten ist auch ein Boss. Ich seh ihn schon, ich fühl's schon, ich schmeck's schon. Wartet mal. Ich meine, dieser Boss hätte es in sich. Ich weiß nur nicht mehr warum. Ich würde mal die Lebenstränke ein bisschen verteilen. So, Justin. Ich sag mal, wenn Justin umfällt, dann ist sowieso alles egal. Deswegen kriegen Fina und Sue mal einen Auferstehungstrank. Oh, Sue hat noch Dynamit. Das könnte hier nützlich sein, ja, doch. Dezent. Und die Kraftsamen mal direkt schlucken. So, wie heißt er? Ich glaube, der hieß Ganymede, aber der heißt hier wahrscheinlich anders. Es ist eine große Schildkröte mit Hörnern und einem Dornschwanz. Na gut. Naja, heißt ja auch Ganymede. Okay. Dann fangen wir erstmal an, unsere Verteidigung zu boosten. Es zieht den Kampf zwar ein bisschen in die Länge, aber ich glaube, es macht ihn auch einfacher. Achso, Sue kann nicht zaubern. Ja, Sue macht erstmal gar nichts, würde ich sagen. Sue wehrt einfach ab. Ich weiß noch nicht, was der Boss kann und da will ich Sue nicht unbedingt in Gefahr bringen, indem sie jetzt vorstürmt. Ich glaube, ein Angriff von dem Vieh war so eine Art Rambock-Angriff. Okay, er saugt uns an. Ah ja. Okay, na gut. Gut, dass wir die zweifach geboostete Verteidigung haben. Please protect us. Wie sehr tut das denn weh? Ah, es hält sich auch in Grenzen. So, es ist wieder Sue. Sue macht gar nichts. Und weiter die Verteidigung boosten. Bis auf 6 mindestens. Please protect. So, 6 haben wir. Jetzt können wir mal anfangen anzugreifen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt das Dynamit schmeißen sollte oder ob ich es mir noch aufsparen soll. Ich meine, je länger man es aufspart, desto weniger relevant sind die 70 Schaden, die man macht. Ich lasse Sue erstmal normal angreifen. So, was kann ich angreifen? Den Panzer oder ihn? Der Panzer scheint Monster A zu sein. Der Kopf ist nur Monster B. Hau einfach mal den Kopf. Ich gehe noch hoch auf Verteidigungsbonus 8. Okay, selbst das macht kaum noch Schaden. Please protect us. Vielleicht hatte ich auch unbegründete Angst vor dem Gegner, aber ich meine, der hätte mich beim allerersten Mal platt gemacht. Aber ich war auch unglaublich schlecht in dem Spiel, als ich das erste Mal gespielt habe, weil ich irgendwie die Mechaniken nicht gerafft habe. Schlag mal zu. Okay, Justin bitte auch mal hauen. Okay, es sind zwar zwei Ziele, sie teilen sich aber ihre Lebenspunkte, wie es aussieht.
heilen. Was sagst du denn zum V-Slash? V-Slash! Oh, das hat gesessen. Ja, aber ich schmeiß jetzt das Dynamit. Scheiß drauf. Bin mal gespannt, ob ich es bereuen werde. Fällt dir eigentlich Flammenglut? Oh, Flame Burnham! Zum Glück trifft das nicht unsere. Naja, Flammenglut, aber normaler Angriff ist stärker. Was sagst du zu Erdbeben? Here goes! Ha! Der tiefste scheint zu sein, einfach auf ihn einzudreschen, bis er umfällt. Aua! So, okay, so viel zu Aua. Vielleicht doch nicht so sehr Aua. Was ist denn, wenn ich den Panzer haue? Macht das mehr oder weniger Schaden? Das sieht ziemlich identisch aus. Okay, wir haben wieder ein Rara verfügbar, das ist gut. V-Slash! Was sagst du denn zur Lärmpeitsche? Juckt dich wahrscheinlich nicht, oder? Now I'm really angry. Weder der Lärmeffekt funktioniert, noch macht es besonders viel Schaden. Schade. Aber so viel Leben hat er nicht mehr. Ja, ich sag gerade nicht so viel, aber ihr seht's ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein recht langweiliger Kampf eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum der mir jemals Schwierigkeiten gemacht hat. Vielleicht, weil ich den Erdzauber nicht hatte und wenn man seine Verteidigung nicht boostet, macht er vielleicht ganz ordentlich Schaden. Wer weiß. Oder ich bin stärker gelevelt, als ich damals war. Kann ich mir zwar kaum vorstellen, aber who knows. Rüstung, wenn ich es richtig sehe. Und Achievement gekriegt, ja. Alle kriegen einen Level up. Schön. Justin hat mittlerweile den höchsten Level. So, was war das für eine Rüstung? Oh, wow. Panzerrüstung, gleich doppelte Abwehr von dem, was wir schon haben. Ja, ganz eindeutig. Und... ja, Sue darf dafür die alte Rüstung nehmen. Die Arbeitskleidung wird dann bei Zeiten verkauft. So, aber wofür haben wir das Ganze hier erduldet? Und, oh, ich denke, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Liette Time. Oh, ich dachte, es wird durchsynchronisiert. Na gut. Wofür ist das Podest? Justin, haben wir sowas nicht schon mal gesehen? Sieht aus wie... Ich weiß, das haben wir bei den Zoltruinen gesehen. Bei den Zoltruinen? Hast du da nicht jemanden namens Liette gesehen? Das hier ist genauso. Das hier genauso ist, probieren wir doch mal. Justin, was?
Oh was, sie ist nicht synchronisiert. Oh Gott, wie spreche ich sie? Ah, Liette ist cool. Wie spricht man Liette? Es darf ja nicht dämlich klingen. Willkommen, Justin. Du wurdest von den Geistern gesegnet. Wir kommen näher, Liette. Was ist mit Arlend? Wo ist Arlend verborgen? There is no one in this world who would interfere with the blessings of the spirits. Or with our civilization, which began together with this spirit light. Our civilization began to spread far and wide. Angelo became prosperous enough to cover even the farthest reaches of the land. This building that you are in now is also from that period. Go east, Justin. The place called Alent is a place far from here. You still have a very long way to travel. East? From here? Pretty soon we'll reach the end of the world, Liette. Tell me, please. Just where is this Alent? There is no such thing as the end of the world, Justin. Wow, habe ich das gerade richtig gesehen, dass sie sagte, dass sie irgendwie sagte, very far und da stand drunter nicht sehr weit? Also ich glaube, das war nicht ganz so gut, der Untertitel. Egal. Es gibt gar kein Ende der Welt. Das kannst du mit eigenen Augen sehen. Ich kann nichts machen. Tja, dann ist unser Abenteuer noch nicht zu Ende. Wir haben es ja noch nicht nach Arlend geschafft, oder? Es wird auch noch eine ganze Weile dauern. Ich glaube, wir treffen Liette, bevor wir nach Arlend kommen, noch mindestens ein weiteres Mal. Wenn nicht sogar zweimal, bin mir nicht ganz sicher. Ha! Es gibt kein Ende der Welt. Habt ihr beiden das gehört? Ich sage, auf der anderen Seite ist was. Unser Abenteuer ist nicht vorbei. Aber Justin... Siehst du, wie hoch die Mauer ist? Glaubst du echt, wir kommen darüber? Und nicht nur das, da ist noch der Nebelwald. Bisher ist noch niemand aus ihm zurückgekehrt. Und wo ist das Problem? Das macht doch alles nichts, findet ihr nicht? Ich bin ein Abenteurer, ich komme überall hin und kehre überall zurück. Was? Du meinst von überall, oder? Wenn niemand hingeht, kann auch keiner zurückkehren. Ich werde der Erste sein. Arlend erwartet uns. Gehen wir, Fina und Sue. Durch den Nebelwald, zur anderen Seite des Endes der Welt. Ja, ich bin ja auch ein Fan von Optimismus, aber meinst du, du übertreibst es da nicht ein bisschen? Gut, müssen wir jetzt wirklich den... Müssen wir jetzt auf die harte Tour wieder raus, den ganzen Weg? Ich fürchte ja. Sind jetzt wenigstens alle Gegner weg? Das wäre so schön. Okay, die Gegner sind nicht weg. Hier war das Mana-Ei drin. Dann sind wir hier richtig, oder? Also von hier sind wir zumindest gekommen. Ach, warum gibt es hier kein Wundertau wie ein Secret of Mana oder sowas? Ich hasse das, wenn man Dungeons wieder rauslaufen muss. Vor allem, wenn die so unübersichtlich sind wie dieser hier. Nein! Ich erspar's euch. Okay, da sind wir schon mal. Sieht irgendwie nicht nach dem Weg aus, oder? Nee.
fehlt aber der Schalter. Aber warte mal, es gab doch von dem Schalter aus einen kurzen Weg irgendwie, oder? Irgend sowas war hier doch. Irgend sowas, wo ich runterhüpfen konnte. Ne? Ja, genau, hier. Von hier müsste ich jetzt relativ fix hier raus können. Relativ fix. Na, hier. Die ganzen Gesichter, die waren doch am Eingang, oder? Ja, ach, das ging ja doch noch relativ flott. Ah, oh, Gott sei Dank, raus hier. Raus hier, Speicherpunkt küssen. Hi! Oh, super. Bis gleich. Huch, jetzt habe ich nach dem Kampf vergessen auszuschalten. Aber es ist nicht passiert, ich bin nur ein paar Schritte weitergegangen und dann kam hier diese Textbox. Das ist, wenn man so meint AFK ist. Egal. Justin, weißt du... ich weiß, du hast gesagt, dass wir es über die Mauer schaffen, aber wie kriegen wir das hin? Hey, ich hab gesagt, es klappt, okay? Also mach dir keine Sorgen, wir kommen schon irgendwie rüber. Justin, sag nicht, du weißt nicht wie. Ohne mich wärst du verloren, ganz sicher. Das ist halt Justin. Vielleicht sollen wir zurück nach Neu-Parm und uns vorbereiten. Finde ich auch, Fina. Lass uns kurz nachdenken. Mal eben zurück nach Neu-Parm, ne? Haben wir nicht zweimal campen müssen auf dem Hinweg? Oder zumindest einmal? Egal. Ich kann nicht nach Neu-Parm. Ich weiß noch, dass dann was passieren wird. Und das wird dann einfach direkt der nächste Story-Arc getriggert. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles tut. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit... naja... etwas, was dann passiert. Ich kann euch auch nicht sagen, was. Ciao, ciao.